Hallo Leute, ich spiele ein neues Spiel und zwar Drakengard. Ein paar wenige von euch kennen es eventuell unter Umständen. Und das hier ist schon mal das Intro, das ihr euch im Hintergrund ansehen könnt. Ich werde einfach darüber quatschen. Jedenfalls, das Spiel ist aus dem Jahre, ich habe keine Ahnung. Das kann ich allerdings sofort mal nachgucken. Wenn ich die verdammte Packung finden sollte, ist er das? Ja, das sieht richtig aus. Ach ja, was ich vorab noch sagen wollte, Spiel ist ab 16. Das bedeutet, es wird exzessive Gewalt kommen. Alles wird hier übelst mit Blut überschwemmt. Bedeutet, meine jüngeren Zuschauer, so 11, 12, das ist eventuell nicht das richtige Let's Play für euch. Und aus irgendeinem Grund finde ich gerade nicht, wo zum Geier steht hier drauf, wie alt ist das Spiel? Das ist natürlich auch eine Idee, ne? Einfach nicht draufschreiben, wie alt das Spiel ist, weil man das kommt. Und zack. Bam. Keiner weiß es. Dann kannst du sagen, das ist komplett neu. Zack, bam. Gestern rausgekommen. Hier sehen wir auch schon ein bisschen Action. Und ein paar Szenen, die ich euch gleich zeigen werde. Wie ich hier einfach so durch die Gegend metzel, durch 2 Millionen Gegner. Und ja, ich kann euch übrigens auch sagen, es ist nicht nur ein Hack and Slay, aber das Spiel hat auch eine unfassbar geile Story. Und da muss man sich erstmal drauf einlassen, weil es ist, ich denke mal, makaber trifft es eigentlich am besten. Ich sag gleich, ich bin übrigens nicht der beste Spieler hier von dem Spiel. Ah, 2000 bis 2004 kam es raus. Cool. Siehst du, dann wissen wir sogar das. Und dann bitte Starttaste drücken. Neues Spiel. Ja, bla, blub. Yay! Ein neues LP. Vor langer Zeit. Ich halte die Klappe. The harmony of the world. In only a short time, the Empire has become powerful beyond reckoning, and now it turns to attack the castle where the Union safeguards the goddess. The world teeters on the brink of chaos. Its fate now lies in the hands of one man. So, und jetzt habe ich wieder leise gemacht. Ha, das ist so geil. Ich mag Minecraft. So, und wie man sich denken kann, hier beginnen die Anfänge. Und jetzt kommt natürlich wieder eine Cutscene. Und jede Cutscene ist in unfassbar guter Qualität, weil man darf nicht vergessen, das Spiel ist für PS2. Und ganz ehrlich, das sieht besser aus als manche PS3-Games. Oder mindestens gleichwertig. Obwohl man ehrlich gesagt zugeben muss, dass das von einem Hack and Slay zu erwarten ist. Ja, es beginnt. Gratulation. Das was beginnt, das sehen wir jetzt sofort. Ein Massaker. Ihr dürft jetzt mal schätzen, wer von den beiden wir sind. Okay, ich denke, es ist jetzt eindeutig. Ich denke nicht, dass wir den Bauch aufgeschützt bekommen haben, wa? Und bam, Rücken. So, jetzt gespalten, zack, durchgeteilt in der Mitte. Ja, wir werden aufgehalten von einem Schwert. Der Typ hat rote Augen, alles sexy, bam, zerteilt. Und, ouch, das muss wehtun. Das muss erst recht wehtun. Solche Szenen machen ein Spiel auch sehenswert. Jetzt kommt gleich der behindertste Name im ganzen Spiel. Fürje! 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 Ich hasse den Namen. Der Name ist so dumm. Naja. Ich muss euch jetzt einfach nur hier, ja, kämen. Und die Soldaten der konföderierten Armee kämpfen sich zum Schloss durch und Furie, die Göttin des Siegels und Kanes gängige Schwester zu beschützen,
bla bla blub, wir sollen einfach da jetzt durchmarschieren, alles auf unserem Weg töten und ins Schloss vordringen. Das ist die Kurzfassung. Und hier sehen wir mich. So, damit ihr es wisst, es kann öfter passieren, dass ich hier kurze Schnitte drin habe und es kurz wo rumspringt, weil mein PC macht ab und zu Mucken. Und ja, wir sehen, dass wir hier rumlaufen, da sind schon die ersten Gegner und wenn alles gut geht, sind sie nicht mehr da. Ja, gut, ich weiß, das war irgendeine Bomben-Ding. Hier sehen wir mal Flammenstoß-Ding, wie so Pokémon, Glumanda, Glurak, Glutexo. Glumanda, Glutexo, Glurak, so. Ha! Ja, das sollte man wissen. Das ist ja fast schon sowas wie Allgemeinbildung, ne? Zack. Also hier, ihr seht, dass ich gerade teilweise aufs Maul bekomme von diesen Herrschen. Aber hauptsächlich bin ich dabei, sie zu dominieren. Allerdings muss ich zugeben, ich benutze die ganze Zeit eine Spezialtechnik von meiner Waffe. Das ist diese komische... Das hier. Ja. Ach nein, das hier ist Magie gewesen. Das ist ein Spezialschlag meiner Waffe. Jede Waffe hat einen unterschiedlichen Spezialschlag und manche sind besser, manche schlechter und du kannst sie trainieren. Ja, man muss hier eine Menge grinden. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, rechts unten ist ein schöner Counter für... Ich habe schon so und so viele Gegner getötet. So, gebamst, wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, ich bin bei 37 gerade. Es wird stetig mehr. Es passiert des Öfteren, dass mal 300, 500, 2 Millionen kommen werden. Nebenbei, umso mehr Kombos man hat, das ist links unten dieser komische Vogel, diese Eule, dieses Spanner-Ding, das zeigt an, wie viele Kombos man hat. Umso mehr Experience kriegt man, wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin. Kann aber auch sein, dass ich doof bin. Man weiß es nicht. Jedenfalls hier sehen wir, ich habe ein Hauptziel gerade zu töten. Die kriegt man durchgehend. Und ja, das ist jetzt halt meine Aufgabe, den umzubringen. Und ja, ich merke auch, es leckt gerade. Das braucht ihr mir nicht sagen. Bam, eliminiert. Zack, Feuer. Zack, bam, bam. So, und jetzt zack, spam. Oh, cool. Bumm. Ha. Stirb. Man sieht schon, die Hauptziele sind halt ein bisschen härter im Nehmen. Aber wirklich problematisch sind die auch nicht. Zack. So gefällt mir das doch. Ich kann natürlich auch rumjumpen. Hier so Jump Attack. Zack. Aber bin ich kein Fan von. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit auszuweichen. Zack, so Rolle. Ach, du Arschloch. Hey. Also irgendwie ist das ja unfair, wenn man eingekreist wird oder nicht. Ich meine, haben die keine Ehre? So ein bisschen Anstand muss man ja wohl auch zeigen. Tja, hier kann ich Magie rauskloppen. Das ist der grüne Balken. Der füllt sich wieder, wenn ich zuschlag. Das heißt, ja, umso mehr ich draufklopp, umso öfter kann ich mal Magie benutzen. Zack. Zack. Und wie man auch merken sollte, Spezialfähigkeiten von Waffen kosten keine Magie. Übrigens, umso höher die Waffe upgraded ist, umso krassere Kombis kann ich damit aufführen. Das heißt, jetzt kann ich so 3 Schläge machen. Sobald ich die Waffe auf Stufe 2 habe, bin ich dazu in der Lage, 5 zu machen oder noch mehr. Das heißt, es wird spannend, weil es dauert nicht lange und ich habe meinen Lieblings-Creep-Punkt gefunden. Oder erreicht, besser gesagt. Und dann zeige ich euch am Ende mal, was ich so innerhalb von 5 Stunden gemacht habe. So Progress-mäßig.
Und ich hasse diese Viecher, weil Pferde sind unfair. Ich meine, ich habe ja auch keins, ne? Und das war auch unfair. Spielt fair, ihr Erster. Ja, Erster. Frisst das. Ja, und ich friss dafür das. Das war doch fair. Oh. Bis gleich. Und da geht es auch schon wieder weiter. Und ja, da ist mein PC doch gerade tatsächlich abgeschmiert, strich mein Player, strich mein Grabber, strich ich weiß nicht genau was. Es ist mir ehrlich gesagt auch Latte. Jedenfalls musste ich halt wieder meinen Dings da durchstarten. Rechner heißt das Ding, das neben mir steht. Und ja, jetzt habe ich auch das zweite Hauptziel erledigt, indem ich diesen zweiten von diesen Kavallerie-Schweinen getötet habe. Und jetzt muss ich jetzt zum Schloss vordringen. Ich sag dazu jetzt einfach nichts. Es wird halt zu viel, wenn ich durchgehend sag, bam, ist abgeschmiert. Ich bin neue Gurke neben mir stehen haben. Braucht ihr nicht hören, aber ist ja auch egal. Denn ich bin hier weiterhin am Metzeln. Zack. Ich werde euch hier auch noch einige Sachen zeigen, die krass sind. Die geil sind teilweise und die euch ins Erstaunen versetzen, so Routine. Und zack. Ach, verdammt. Oh, doch, hat ganz gut geklappt. Unerwartet. So, und jetzt sehen wir hier zwei dicke Idioten mit verdammten Schwertern. Und die sind ätzend. Die sind einfach doof. Gegen die kämpft man ungern. Aus dem einfachen Grund. Diese Dinger sind der Meinung, sie müssten verdammt viel aushalten und eine asoziale Range haben. Und wenn sie mal zuhauen, dann hauen sie nicht nur einmal zu. Aber ich meine, dafür kann man sie noch töten, wenn man nur lang genug draufkloppt. Man hat bei einigen Gegnern das Gefühl, das ist nicht so. Obwohl es mir bei denen langsam auch spanisch vorkommt, wie man so schön sagt. Und ich kann sogar ein, zwei Worte Spanisch, aber die sag ich hier nicht. Ich will meinen Ruf nicht schädigen, falls ich so etwas haben sollte. Eine Schatztruhe ist erschienen. Die erscheinen hier öfter. Zack, bam. Und ich habe einen Schlüssel gefunden. Jetzt kann ich da eigentlich durch die Tür. Und ins Schloss. Zack. Bam, geil. Und Jump, Bam, Attack. Gesehen. Ha, geil. Naja, man kann halt nicht so krass viel darüber sagen, dass ich hier einfach, sagen wir mal, fast grundlos schon 160 Leute umgebracht habe und mehr. Ich meine, okay, es ist irgendwo eine stolze Zahl, ne, aber wirklich begründen kann ich es nicht. Und what the fuck ist dahin?